die in diesem Jahr, es rotiert immer, die Vorsitzende der Agrarministerkonferenz ist. Und die Frau Hinz hat von uns über 200.000 Unterschriften bekommen. Wir hatten da so eine Parade mit Pappschweinen und im Hintergrund steht noch ein Tresen. Wir haben das die Aktion Saubräu, in jedem Bier ein Stückchen Gülle, uns ausgedacht, um das Thema auch noch mal ein bisschen frecher aufzubauen. Wir liegen auch noch ein paar von den Bierdeckeln auf dem Infotisch. Die Aktion war auch deshalb spannend, weil der Hessische Bauernverband direkt daneben war. Wenn so Agrarministerkonferenz ist, dann sind das halt wenige Tage und da sind alle Minister da und dann sind natürlich auch die verschiedenen Organisationen da. Der Bauernverband fand das ganz furchtbar, was wir gemacht haben, weil er es einfach furchtbar fand, dass wir daneben stehen durften. Und dann am Ende hat der Bauernverband die Stadt Bad Homburg, die Leute von der Stadt beinahe zusammengeschlagen. Aber es hat alles funktioniert. Die Ministerin hat am Ende an beiden Adressen ihre entsprechenden Worte auch hinterlassen können, hat die Unterschriften auch mitgenommen. Wir haben zur Strahltrophie gearbeitet. Das ist einer von den vielen Stellen. Wir leben hier in Niedersachsen in dem Land mit den meisten Schweinen. Aber die größten Ställe haben wir nicht. Die allergrößten Ställe sind Ställe in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind zum großen Teil alte DDR-Ställe. Die DDR-Landwirtschaft war eine Katastrophe unter verschiedenen Perspektiven, auch unter der Perspektive der Tierhaltung. Und was der Strahltrophie macht, ist gezielt diese alten Anlagen kaufen, grob sanieren und da wieder Schweine reintun. Und zwar richtig viele. Das ist ein Stall in der Nähe von Cottbus mit über 20.000 Tierplätzen, Schweinemastplätzen. Wir haben im Vordergrund, auf dem Foto sieht man das so mittelgut, dieses rosa Stoffkreuz ausgespannt, was in Brandenburg ein bisschen ein Symbol ist des Protestes gegen die Massenanlagen. Im Moment läuft in Brandenburg ein Volksbegehren. Das finde ich auch nochmal spannende Info. Da ist aus vielen kleinen Aktionen und Kampagnen und im letzten Jahr einer Volksinitiative jetzt ein Volksbegehren geworden. Die sammeln jetzt innerhalb von 6 Monaten 80.000 Unterschriften, und zwar leider nicht nur Unterschriften, sondern jeder Einzelne muss amtlich beglaubigt sein. Die Leute müssen Briefwahlunterlagen bestellen und ausfüllen und einschicken. Oder die Leute müssen selber ins Rathaus gehen und dort unterschreiben. Wenn sie diese 80.000 zusammenkriegen, dann gibt es einen Volksentscheid in Brandenburg. Nicht über Tierhaltung ja oder nein, sondern über ein Paket, wie Tierhaltung in Brandenburg verbessert werden muss. Mit Tierschutzplänen, mit Klagerechten für die Tierschutzverbände, mit verbesserter Ausstattung auch der Veterinärbehörden, die nämlich in so vielen Fällen sich ohnmächtig gefühlt haben gegenüber den Rahmenbedingungen, die sie vorfinden und die in vielen Fällen auch sehr verstrickt sind in natürlich teilweise auch langjährige Zusammenarbeit, aber dann ganz oft nicht sagen, was in den Ställen passiert. Dieses Brandenburger Volksbegehren ist spannend. Im Januar entscheidet sich, ob sie es geschafft haben. Als Halbzeit war, hatten sie 30.000 von 80.000. Und das ist noch ganz gut, weil bei allen Volksbegehren, die bisher gelaufen sind, hat sich gezeigt, wenn der Endspurt kommt, dann machen die Leute richtig mit. Aber es ist nicht garantiert, ob sie es bis Mitte Januar schaffen, die Zahl zusammenzukriegen. Unsere leere Tonne hat verschiedene Aktionen gemacht. Das sind Fotos von einer Aktion, die haben wir am Welternährungstag gemacht, vor dem Bundestag in Berlin. Haben wir eine große Tafel errichtet mit Lebensmitteln, die waren dann auf Etagieren und in silbernen Champagnerkühlern und sowas aufgebaut. Alles Lebensmittel, die am Vortag in Berlin weggeschmissen worden wären, wenn da nicht die Essensretter von der Foodsharing zusammen haben, wenn die da nicht hingekommen wären und sich das abgeholt hätten für die Aktion. Wir haben dann Bundestagsabgeordneten und es kamen tatsächlich Leute aus allen Fraktionen, wir haben die vorher schriftlich eingeladen und es kam aus jeder Fraktion 1 bis 3 Personen. Und die haben dann von uns so ein Mitnehmpaket bekommen, eine Tüte mit lauter Leckereien, die sonst im Müll gelandet wären. Und wir haben es auch geöffnet, es haben viele Leute, die dann auf dem Platz dort waren, sich was mitgenommen und am Ende musste keine von den Gemüsen oder Backwaren oder Joghurtbechern irgendwie in den Müll wandern, sondern wir haben das alles verschenken können. War natürlich nur eine symbolische Aktion, aber am Welternährungstag durchaus passend, wenn man weiß, dass weltweit von allen Nahrungsmitteln 1/3 weggeschmissen wird. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine Wertschätzung von Nahrungsmitteln brauchen, und wenn wir darüber reden, dass wir faire Preise brauchen, dann müssen wir auch darüber reden, was für ein Wahnsinn passiert da eigentlich gerade, dass jeder Supermarkt und jede Bäckerei schon davon ausgeht, dass sie so viel in den Müll schmeißt, wenn der Ladenschluss kommt. Und das ist dramatisch viel, und obwohl Ilse Aigner damals noch als Landwirtschaftsministerin auf Bundesebene da eine Infokampagne in Richtung Verbraucher gestartet hat, gibt es auf allen Ebenen
stehen, bis man sie wiederentdeckt und denkt, Eine ganz gute Freundin von mir bei Greg hat immer gesagt, sie macht Landwirtschaft, beziehungsweise sie arbeitet, sie hat jetzt auch selber Milchviehbetrieb, aber sie macht auch Kampagnen in der Landwirtschaft, weil das ein Thema ist, wo jeder was mit zu tun hat und wo jeder zumindest eine Vorstellung entwickeln kann, wie Alternativen aussehen. Wir geben zu, dass viele dieser Alternativen eher Denkanstöße sind und ganz kleine Nischen. Aber sie sind auch eine Perspektive, sich auseinanderzusetzen und die Diskussion miteinander voranzubringen. Und da tut sich gerade im ganzen Land richtig viel. Ich weiß nicht, wie weit es hier in Lüneburg eine solidarische Landwirtschaft gibt. In immer mehr Städten und immer mehr Landkreisen gibt es das. Das sind Projekte, in denen ein Hof, eine Gruppe von Menschen in der Stadt findet und man tut sich zusammen. Manchmal über eine Genossenschaft, manchmal über einen Verein. Und dann zahlen die Leute in der Stadt einen Beitrag, der wird gemeinsam ermittelt, wie hoch der sein muss. Das hängt dann ab von der Zahl der Menschen und von den Ansprüchen des Hofes. Aber das Ziel ist es tatsächlich, den Hof rauszuholen aus dem kapitalistischen Hamsterrad. Und ganz vielen dieser Gemeinschaften gelingt das. Bei Hamburg gibt es seit 30 Jahren zwei Gemeinschaftshöfe, die wunderbar funktionieren, die durch Genossenschaft und Verein getragen werden und wo die Leute, die dort auf dem Hof wirtschaften, quasi ein festes Einkommen über diese Gemeinschaft haben, wo die Menschen in der Stadt auch viele freie Wochenenden auf dem Hof verbringen und auch mal mit anpacken, wenn der Zaun neu gezogen werden muss oder wenn das Dach von der Scheune neu zu machen ist und die dann die Ernte teilen. Das ist das Geheimnis dieser Idee, dass der Hof gemeinsam mit seiner Gemeinschaft guckt, was bauen wir an, welche Tiere halten wir und welche tierischen Produkte gibt es am Ende. Dass aber alle das Risiko auch mittragen, dass es in einem Jahr viele Äpfel gibt und im anderen Jahr ganz wenige. Dass auch mal ein bestimmtes Gemüse komplett ausfällt und man mal eine Weile nicht weiß, wohin mit den Zucchinis. Aber das machen die und es wächst. Es werden immer mehr Orte und es geht auch immer wieder von der Landwirtschaft aus, weil viele Höfe heute nicht wissen, wie sie Nachfolger finden sollen. Und dann sagen, hey, wir trauen uns das einfach mal. Wir trauen uns mal und schauen, ob der Hof in der nächsten Generation von einer Gruppe von Menschen bewirtschaftet werden kann. Die müssen es können. Das müssen Leute sein, die Landwirtschaft können. Die aber sagen, wir machen das im Modell einer solidarischen Landwirtschaft. Und das ist auch ein Alternativmodell, von dem ich ganz oft erlebe, dass es zumindest so eine Anerkennung von den schärfsten Gegnern, die wir auch haben, im Bauernverband bekommt. Guten Bauernverband, zu dem ich eigentlich noch zu wenig gesagt habe, der so viele Kontakte in die große Agrarindustrie pflegt, dass er eigentlich gar nicht mehr wirklich für die Interessen der kleinen Bauern sprechen kann. Food Co-ops heißen manchmal auch anders, Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften ähnlich, sind im Prinzip die kleine Schwester der solidarischen Landwirtschaft und noch eine Stufe drunter, dass man gemeinsam bestellt oder auch sogar einen kleinen Laden einrichtet mit Höfen aus der Umgebung, teilweise auch noch aufstockt über einen Bio-Großhandel, aber versucht, wirklich auch die regionale Anbindung zu haben und Produkte direkt an die Leute zu bringen. Eine Sicherheit für die Höfe und einen Preisvorteil für die Beteiligten, die es selber organisieren. Faszinierend finde ich, was boomt in immer mehr Städten. In Berlin gibt es allein in Berlin über 100 Stadtteilgärten. Auf dem Tempelhofer Feld sind, glaube ich, drei Vereine, die nebeneinander Stadtteilgärten errichtet haben, teilweise unter ganz kruden Bedingungen, weil auf dem Tempelhofer Feld, das war vor kurzem Flughafen, da ist der Boden verseucht, da kann man nicht mal eben eine Kartoffel anpflanzen, aber die haben dann Badewannen und Palettenkonstruktionen und Säcke und alles mögliche zusammengetragen, um da eine verrückte Gemüselandwirtschaft aufzubauen. Und da wächst wirklich viel und man kommt auch manchmal ins Lachen, wenn man an einem Regal vorbeigeht, da stehen lauter Schuhe drin, alte Schuhe, und in jedem Schuh wächst ein kleiner Kürbis oder eine kleine Tomatenpflanze. Da haben die ganz viel probiert und probieren noch. Das ist auch ein Begegnungsort. In Göttingen gibt es die internationalen Gärten. Die machen das ganz stark und auch schon seit vielen Jahren auf der Schiene. Es begegnen sich Nachbarinnen und Nachbarn aus verschiedenen Ländern. Und es kommen Leute mal raus aus ihrer Wohnung, die in dem Garten sich verwirklichen können, obwohl sie nicht das Geld haben für einen Schrebergarten und gut draußen. Und in diesem internationalen Garten noch viel mehr lebendigen Kontakt mit anderen Menschen aus Göttingen haben. Und auch in die Stadtplanung gewinnt das Einzug. Und das ist nicht die Antwort für die gesamte Welternährung, aber das ist ganz spannend, dass immer mehr Städte inzwischen diskutieren, wenn sie Grünanlagen neu planen, warum nicht mehr Essbares da rein? Warum sollen wir den Menschen in unserer Stadt nicht zeigen, dass man viele Produkte, dass man viele Sachen ernten kann? Dass es da Beeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren zur jeweiligen Jahreszeit gibt. Dass es dort Bäume gibt mit Früchten, mit Essbares.
haben es satt. Das ist von der letzten Demo im Januar. Da haben 1000 Leute mitgeschnippelt oder auch getanzt bis lange nach Mitternacht. Und am nächsten Tag gab es bei der Heinrich-Böll-Stiftung den ganzen Nachmittag für lauter durchgefrorene Demo-Teilnehmer viele, viele Liter, viele, viele Töpfe köstlicher Gemüsesuppe. Ja, ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr so viel Milch, vor allem wenn ihr schon alle geht. Hey! Ich finde es auch ganz spannend, nochmal auf Fragen jetzt von euch, ich habe eben ein bisschen mehr geredet, sorry. Zum Thema Milch passieren gerade auch viele Dinge. Vielleicht fällt es noch ein, wenn nicht, dann kriegt ihr das mit. Das ist nämlich auch manches noch im Werden. Der Protest der Bäuerinnen und Bauern aber schon mitten am Laufen, weil im Moment der Milchpreis tief im Keller ist. Nachdem lange massiv erzählt worden ist, Export ist das, was mich für immer glücklich macht und wir im Moment von hier aus internationale Märkte und auch wieder die Märkte der Ärmsten mit Milchpulver überschwemmen. Aber hier die Bauern weniger Geld für ein Liter Milch kriegen, als sie selber für die Erzeugung dieses Liter Milch brauchen. Jetzt erstmal vielleicht so weit und dann mal hören, was jetzt an. Ja, rückblickend bei der ersten Veranstaltung, da sprach doch Renate Künast von der Notwendigkeit einer Bewegung, einer Produzenten-Konsumentenbewegung. Food Movement hieß es. Und der Begriff, der stand so über die verschiedenen Nachmittage dieser Ringvorlesung im Raum. Und ich glaube, heute haben wir wirklich die erhoffte Konkretisierung erhalten. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, zentrale Stichworte mitzuschreiben. Die lese ich nochmal vor. Das war Aufklärung, Kneipengespräche, Podiumsdiskussionen, Gottesdienste, Demos, Feldbesetzung, Feldbefreiung, Sabotage, Kriminalrecherche, Unterschriftensammlung, Volksbegehren, solidarische Produzenten- und Konsumentengemeinschaften und zum Schluss das Stadtgärtner. Ja, jetzt wird es wirklich konkret. Da sind wir auf der Ebene und da ergeben sich natürlich bestimmt jetzt auch Fragen aus dem Plenum heraus. Eine kam mir sofort. Eigentlich schon zu Beginn, ja, als Sie vortrugen, nämlich die Frage, als Sie ja sagten, das Feld ist bunt. Also auch das Feld der Aktivistinnen und Aktivisten ist bunt. Brauchen wir eigentlich angesichts der Vielschichtigkeit der Thematiken, aber auch der Vielfalt der Aktionsmöglichkeiten nicht doch umso mehr so etwas wie ein, nennen wir es mal, Zentralverband? Denn ich erinnere mich an, wiederum in Erinnerung an Frau Künast, auch an die Anti-Atomkraft-Bewegung. Relativ früh gab es dort den Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, der eine ganz wichtige Funktion, Sammlungsfunktion, Zentrierungsfunktion auch in dieser gesamten Anti-Atomkraft-Arbeit gehabt hat, so zumindest mein Eindruck. Brauchen wir das vielleicht hier auch oder stärker? Als es vielleicht der Fall oder schon der Fall ist, brauchen wir da auch angesichts einer Vielfalt von Interessen nicht doch eine einigende Kraft, die koordiniert, die aber auch solche Aktionen protegiert. Wäre das ein Weg, ein notwendiger Schritt? Aber ihr bereitet euch auch noch Fragen vor, oder? Das machen wir jetzt. Erstmal glaube ich, dass Bewegung und Zentralverband sich ausschließen. Also wenn man anschaut, was Bewegungen auf diesem Planeten in den vergangenen Jahrzehnten bewegt haben, dann waren sie immer ein Stück weit bunt, auch widersprüchlich in Einzelpunkten und an vielen Strängen am Ziehen. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz war in der Tat über etliche Jahre ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Allerdings, wie der Name schon sagt, war das der Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz. Und sie hatten eine Zeit, die leider so nicht mehr ist, wo sehr, sehr viele Bürgerinitiativen gegen Fluglärm, gegen Straßen, gegen Müllverbrennung, ganz, ganz viel, auch miteinander sich mit dieser Umweltmotivation vernetzt haben. Es gab eine Zeit, in der dieser Verband auch eine ganz zentrale Rolle in der Anti-Atom-Bewegung gespielt hat. In den letzten Jahren und rund um die Fukushima-Aufstände, da war aber fast gar nichts mehr da. Es war immer Vielfalt. Also ich kenne viele Leute, zum Beispiel die Ausgestrahlt gegründet haben, die rund um Fukushima tatsächlich als Organisation die meist zitierte Einzelorganisation zumindest waren, die aber sich auch hoffnungslos die Zähne ausbeißen, wenn sie sagen, hey, geht doch mal noch ein bisschen enger zusammen. Da gibt es auch unterschiedliche Kulturen und das muss auch so sein. Wir leben auch in einer Gesellschaft, die unterschiedlich ist. Und wenn wir ernsthaft wollen, dass sich was ändert in der Gesellschaft,